Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Nicht wundern, dass ich hier wieder abgesetzt wurde. Ich habe noch einen Speicherpunkt gesucht. Ja, du kannst mich nachher töten, aber eigentlich lassen wir das auch nicht zu, weil wir dich vorher töten. Aber erstmal wollte ich zu Ende quasseln. Meine Güte, ey, der hört sich auch gerne reden, oder? So, wir wollen jetzt zu Lockhart. Hier ist Lockhart, da wollen wir rein, Unterricht. Malfoy wartet, glaube ich, auf uns, ne? Meine Güte, ey, da kann man nicht mal eine ordentliche Anmod hier machen, ohne gleich bedroht zu werden. So, dann werden wir jetzt wahrscheinlich den Kampf gegen Malfoy hinlegen, wenn das jetzt die Situation ist. Aber erstmal... Warte mal, ich mach vielleicht nochmal den Ton ein bisschen leiser, nicht, dass man das nachher wieder auf der Aufnahme so doppelt gemoppelt hört. Und dann geht's rein in die Nummer. Boah, was? Achso. Der rote Pfeil ist er? Nein. Je. Okay, im Nichts festhalten können wir auch gut. Kann man mal machen. Da habe ich nicht mit gerechnet. Was ist das denn? Das war einfach nur mies. Da habe ich wirklich nicht mitgerechnet, dass ich da um die Ecke komme. Das haben die sowas von mit Absicht gemacht. Ich habe gedacht, da ist ein Hebel oder so, den ich betätigen muss. Dass es da nicht weitergeht, habe ich mir... Oder habe ich schon erwartet... Oh nein, ich darf... Ich muss mich beeilen. Ich muss mich wirklich hart beeilen. Das war natürlich ordentlich genutzt. Haben wir geschafft. Gut, gut, gut. Okay, wir fahren ganz locker hoch. Aber wo... ich habe meine Chance verpasst. Ja gut, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Also das kommt jetzt wirklich aus der Kalten. Ich habe heute früh zwar ein bisschen Fußball aufgenommen, aber jetzt erste... Na! Richtig Krise. Ich krieg die Krise. Wieso ist er nicht gesprungen? Wieso ist er nicht gesprungen? Das schaffen wir zeitlich im Leben nicht mehr. Na! Boah. Wie gesagt, die Aufnahme ein bisschen aus der Kalten. Ja, es ist halt auch mies, wenn du dich zeitlich so an solche Sachen hier halten musst. Ich krieg die Krise. Habt ihr das gesehen? Diese Kamera macht mich fertig. Da wird man hier nochmal verarscht bis zum geht nicht mehr. Da rein. Oh meine Güte. Komm, zieh durch. Alles links und rechts. Nein! Stehen lassen. Ja. Käse. So. Come on. Come on. Oh nein, 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 nein. Da ist die Zeit weg. Da ist die Zeit. Er läuft auch gegen jeden Pfeiler, gegen den er so... Unter uns gesagt, Harry, verkackt. Pünktliches Erscheinen ist eine Kunst für sich. Okay, zum Glück kriegen wir hier nochmal die Chance, weil das wirklich mies war, okay? Das Ding hier nehme ich auf meine Kappe, dass ich hier genutzt wurde. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass da nichts ist. Ich habe gedacht, da ist ein Hebel, den ich... Ach, Mann. Diese Grafik, ey. Diese Kamerafahrten. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass da nichts ist. Ich habe gedacht, da ist ein Hebel, den muss ich betätigen, damit ich hier durch irgendeine Tür komme. Dass ich da... Ja... Ist natürlich smart gesetzt gewesen, dieser Ritter, diese Ritterrüstung. Ja, und dann hast du halt hier die A-Karte, ne? Hier sind wir ja eigentlich ganz gut hochgekommen. Dann war eben die Problematik, dass er sich da mit der Grafik ein bisschen, also mit der Kameraperspektive ein bisschen... Ja, so eine Sprünge sind dann halt auch immer, weißt du, wenn du merkst, du bleibst irgendwo hängen, ist halt... Tricky, ne? Das ist halt, wenn die Kamera im letzten Moment nochmal sagt, oh komm, wir ziehen hier nochmal komplett nach links. Oder komplett nach rechts. Ja, ich weiß. Ich habe das Ding auch gesehen, ich habe gedacht, wir kommen vorher noch durch. Ja, aber das, jetzt ist die Zeit hier relevant.
Aber sie haben hier versucht, nochmal eine Schippe, eine Schublade oben rauf zu packen. Das muss man definitiv sagen. Im ersten war auch schon tricky. Aber hier ist nochmal ein bisschen knackiger alles. Siehste? Ah, das ist doch hier gegen Kräuterkunde, ist das ja easy. Das hätten wir auch im ersten Run schon geschafft, das könnt ihr mir glauben. Nahezu perfekt. Sehr schön, Harry. Ich wusste, du würdest in meiner Klasse der Schnellste sein. Leider habe ich gerade keine Autogrammkarte zur Hand. Dafür aber eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Von mir unterzeichnet natürlich. Ja, dann gib mir doch mal die Bildkarte. Ah, da ist sie. Ach nee, hä? Ich habe schon gedacht, wir kriegen jetzt eine Bildkarte von ihm selber. Ich würde schon sagen, dass wir das im ersten Run geschafft hätten, wenn wir da nicht runtergeklatscht wären. Gut, ob wir jetzt einen neuen Rekord aufgestellt hätten, so wie wir es jetzt in dem Run gemacht haben, das weiß ich nicht. Aber ja, ist halt na, ein bisschen tricky, wenn die Kamera mal eben sich so denkt, okay, jetzt ziehe ich hier mal weg oder er hält sich nicht fest oder so. Schüler, ich bin Gilderoy Lockhart, fünfmaliger Gewinner des charmantestes Lächelnpreises der Hexenwoche. Heute erkläre ich euch einen Zauberspruch, der den Körper lähmt, den Petrificus Totalus. Folgt den Bewegungen meines wertvollen Zauberstabes und drückt die Symbole, auf die er zeigt. Wiederholt dies dreimal und ihr beherrscht den Petrificus Totalus. Bist du bereit? Nein. Boah, ist der fies. Großartig. Der war richtig fies. Ich hab gedacht, er geht nach oben. Sehr elegant. Der war richtig mies. Also, wie gesagt, hier haben sie wirklich nochmal eine Schublade oben raufgepackt. Eine Schippe oben raufgepackt. Keine Ahnung, wieso ich auf Schublade komme, aber das ist schon hart mies, wie der jetzt hier immer antäuscht und dann doch noch und ganz schnell. Das war und ganz leicht. Bereit? Sehr elegant. Nein! Genau. Ah! Hat er mich getrickst? Natürlich wusste ich, dass er doch nicht wieder im Kreis geht. War mir schon klar, dass er versucht, hier ein bisschen anders abzudriften. Keine Ahnung, warum ich vier gedrückt habe, aber komm. Will er noch einen? Noch einmal. Ja. Ich bereit. Bin bereit. Sehr elegant. Genau wie ich. Aber manche sind hier schon. Okay, ja gut, das ist ja bloß hier so ein. Sehr elegant. Genau wie ich. Okay, alles easy. Das war ja easy peasy dagegen. Noch ein? Boah, 83%. Also wenn ihr das wisst, erklärt's mir gerne mit diesen Prozenten. Ich check's nicht. Ich meine klar, wenn ich einmal daneben drück und so, dass wir denn keine 100% mehr schaffen, okay. Wenn du wiederkommst, kannst du versuchen, eine bessere Note zu bekommen und einen Sonderpreis zu gewinnen. Auf gar keinen Fall. Vielleicht im nächsten Run. Ich muss euch warnen. Es kann sein, dass ihr in diesem Raum euren schlimmsten Ängsten ins Gesicht sehen müsst. Euch kann nichts passieren, solange ich hier bin. Bleibt ruhig. Bereit? Frisch gefangene Wichtel aus Cornwall. Keine Sorge, ich habe ihn zuvor betäubt. Wir sind sicher. Nun, ich bitte euch drei, den Rest von ihnen wieder in den Käfig zu sperren. Wir sehen uns später. Wie er im Hintergrund da wegläuft. Lockhart will uns ein paar Tipps geben. Ich kümmere mich darum. Wenn der Wichtel rot leuchtet, kannst du deinen neuen Zauberspruch verwenden. Er muss aber voll aufgeladen sein, um einen Wichtel zu betäuben. Petrificus Totalus. Du kannst ihn nur schweben lassen, wenn er betäubt ist. Wingardium Leviosa. Bewege den Wichtel über den Käfig und lass ihn fallen. Einfach. Versuch's jetzt mit dem zweiten, Harry. Ron und ich kümmern uns um den Rest. Ist Professor Lockhart nicht toll? Okay, ich werde es versuchen. Aber mein Zauberstab ist ein bisschen komisch im Moment. Ich muss ja sagen, ich liebe diese Szene. Hey. Hey. Ich liebe diese Szene im Film. Die ist bei mir nach all den Jahren tatsächlich sogar nochmal gewachsen. Also das ist so Gold, wie der Schauspieler Kenneth Branagh ist das. Wie der das macht. Harry, ich sorge dafür, dass sie nicht entkommen.
kümmere du dich um die anderen. Klar, heutzutage würde man sich wahrscheinlich einen Channing Tatum oder so in dieser Rolle vorstellen. Aber ich muss wirklich sagen, also Kenneth Branagh macht das, das ist so witzig. Ich finde die Szene so gut. Sehr gut, Potter. Geh jetzt aber besser zu Ron. Er ist oben. Wir sehen uns. Wie er hier die ganze Zeit rumläuft. Aber hier wird man gefühlt auch von einer Cutscene in die andere geschmissen, ne? Du darfst hier nirgendwo mehr alleine hinlaufen, so gefühlt. Jetzt ein bisschen. Erstmal eintrinken. Uns wieder ein bisschen aufpäppeln. Okay. So, wenn ich mich recht entsinne, war das hier alles ein bisschen tricky. Warte. Wir sollten ihn doch komplett aufziehen. Das Problem ist, die kommen wieder raus, ne? Nach einer Zeit. Das war das, glaube ich. So, den müssen wir auch machen. Und deswegen hat das hier und da ein bisschen gehakelt und ein bisschen länger gedauert, ne? Weil die nach einer Zeit da wieder abhauen oder sowas. Nein! Doch, hat gezählt offensichtlich. Irgendwie, glaube ich. Oder doch nicht? Hä? Hat nicht gezählt? Oh nee, haben wir das Spiel jetzt aufgebammelt oder was ist das für eine Nummer? Aber wir haben doch die Punkte gekriegt. Aber die Tür ist noch zu. Okay, ich glaube, das ist ein Bug. Okay, mal gucken. Wingardium Leviosa. Jetzt. Das war irgendein Bug oder sowas. Haben wir ihn da genau. Warte mal, es ist die Tür, ja? Nicht, dass wir wieder zurückgehen. Ah, hier war irgendwas mit einer Rutschpartie, ne? Nein, ja, nein, vielleicht. Ja, kann man so bringen. Alles cool, alles cool, alles safe. So, im Prinzip das gleiche nochmal. Nur noch einer mehr im Angebot. Ich sag ja, hier wird das nochmal ein bisschen blöder. Also wenn wir jetzt hier Nummer 3 auch reinpacken, dann wird ja Nummer 1 direkt wieder einen Abflug machen. So. Das könnte jetzt zeitlich vielleicht schon ein bisschen knapp werden, oder? Oder? Hier rein mit dir. Ab in dein Babygitter. Babybettgitter. So. Okay. Jetzt ist nur die Frage... Na toll. Da ist die Kamera eben wieder so blöde gezogen, sonst hätten wir den Frosch eingesackt. Nehmen wir den mit. Jetzt ist halt die Frage, wie oft machen wir das, ne? Gut gemacht. Ihr habt alle den Test bestanden. Natürlich hätte ich die Wichtel mit einem kleinen Wedeln meines Zauberstabs zur Ruhe bringen können. Es gibt 20 Punkte für Gryffindor, weil ihr so gute Schüler seid. Ui, wir haben aber schon ganz schön viele Punkte, ne? Ist er nicht wunderbar? Also ich meine, normalerweise war es ja, wie man einfach wie selbstverständlich durch einen Geheimgang abhaut. Schön durch einen Geheimgang in den Unterrichtsraum verlassen, alles klar. Ja, normalerweise hattest du doch immer noch so diese Cut, also diese Zwischenstände. Ne, die Cutscene mit den Zwischenständen, aber wir haben ja gesehen, diese Sanduhren sind leer. Hallo, ich frage mich, ob ihr drei etwas für mich tun könnt. An Halloween ist mein 150. Todestag. Morgen gebe ich eine Feier unten in einem der geräumigeren Kerken. Freunde aus allen Teilen des Landes sind eingeladen. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie, Mr. Weasley und Miss Granger auch kommen würden. Vielleicht könnt ihr dann Sir Patrick gegenüber erwähnen, wie beeindruckend und furchterregend ihr mich findet. Vielleicht darf ich dann an der Jagd der Kopflosen teilnehmen. Wir sehen uns morgen in den Kerkern. Tschüss. Eine Todestagsfeier. Nicht viele Lebende können von sich behaupten, je auf einer gewesen zu sein.
Ich habe noch nie zuvor von einer Todestagsfeier gehört. Todestraurig klingt das alles. Ja, mal gucken. Werden wir direkt reingeschmissen in die Nummer? An sich könnten wir hier eigentlich einen ganz guten Cut machen. Ich finde das auch witzig mit dieser Animation von Ron, dass der halt einfach immer unter seinen Schuh guckt. Der Kampf um den Haus. Ah, jetzt auf einmal doch. Okay. Nee, ich hatte gedacht, dass wir in diesem Part eigentlich die Nummer machen mit Kampf gegen Malfoy. Das findet doch auch noch irgendwie, also zumindest gibt's das ja im Film. Das muss ja hier im Spiel auch noch sein. Also jedenfalls habe ich es nicht so ganz auf dem Schirm. Ravenclaw. Aber es ist interessant, ne? Du hast ja eigentlich viel öfter diese Cut-Sequenzen, diese Cutscenes im ersten Teil als jetzt. Ich habe gedacht, die hätten das hier jetzt komplett weggelassen. Deshalb habe ich mich eben auch gewundert, dass wir halt so viele Punkte eingesammelt haben schon. Also, dass es die Punkte überhaupt gibt. Aber das sieht aus, als wenn Slytherin mehr Punkte hat als wir. Slytherin. 305. Wie warten wir? 255 oder so? Aber es ist natürlich auch irgendwie cool, ne? Dass diese Animation, dass es halt einfach Ewigkeiten dauert, bis alles durchgelaufen ist, das wirkt, als wenn wir Punkte haben. 355, wir haben mehr, oder? Oh, es hört nicht mehr auf. Wir haben die ganzen Punkte. Yes. Gryffindor hat die meisten Hauspunkte. Ja, gewonnen. Gib mir die, oder gib uns direkt den Pokal. Der Kampf um den Hauspokal spitzt sich zu. Kannst du direkt raushauen, das Ding. Spitzt sich zu, ist aber auch ganz gut. Der hat das aber neu eingesprochen, oder? Das ist doch genau der gleiche Sprecher wie im ersten Teil, hat es aber irgendwie neu eingesprochen, ne? Aber worauf ich vorhin noch hinaus wollte, also das mit den Prozenten verstehe ich überhaupt nicht. Wenn du da diese Übung vorm oder nachmachen sollst, weißt. Okay, ich würde sagen, hier an der Stelle können wir erstmal wieder einen Cut machen und dann werden wir im nächsten Part wahrscheinlich auf diese Todestagsfeier gehen. Und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dann sage ich einfach mal ciao.